Es kann nicht sein, dass eine deutsche Regierung Panzer verkauft an einen arabischen Staat, um gegen Demonstranten, die für Demokratie auf die Straße gehen, in einem anderen arabischen Staat, um sie halt dementsprechend mit Panzerwagen und ähnlichen Sachen niederzuknüppeln. Wir müssen uns an die Verkehrsordnung halten. Wir haben Rot. Nein. Das stimmt nicht. Ja, einfach links nach links achten. Verstehe ich den Chris nicht ganz. Aber auf einer Seite verstehe ich ihn. Auch wenn das jetzt nicht klingt. Auf einer Seite ja, auf einer Seite nein. Weil die Panzer und Waffen.